Bei mir ist der Pressesprecher der Stadt Norderstedt, Bernd Olaf Struppek. Hallo. Hallo, guten Tag. Was können die Besucher hier am Stand heute bei Ihnen mitnehmen? Was stellen Sie da? Ja, wir stellen im Endeffekt auf wenigen Metern Bandbreite, andersrum ein riesiges Spektrum dar, was die Stadt Norderstedt anzubieten hat. Und das reicht als Leistungsspektrum von einem dynamischen und stetig wachsenden Wirtschaftsstandort bis hin zu einer ganz lebendigen und sehr lebenswerten Stadt. Was macht die Stadt Norderstedt denn so attraktiv? Ja, zum einen, heute sind ja sicherlich auch viele Unternehmer hier auf der Messe, ist es ein dynamischer, wachsender Wirtschaftsstandort, entwickelt gerade von der Tochter der Stadt, der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, die ja zum Beispiel das Leuchtturmprojekt den Nordport geschaffen hat, wo sich ja auch Global Player, wie wir es nennen, wie Tesa und Casio angesiedelt haben. Und damit ist noch nicht Schluss. Das heißt, wir bieten Unternehmern auch weiter attraktive Möglichkeiten, sich in der Metropolregion direkt am Hamburger Rand anzusiedeln. Und neben der Wirtschaft bieten Sie aber ja auch Attraktivitäten für den privaten Mann an, der auch nach Norderstedt ziehen soll. Warum? Genau. Ja, wir möchten eben versuchen, und das zeigt tatsächlich auf wenigen Metern unser Stand, die ganze Bandbreite, dass wir eben Norderstedt auch darstellen als eine sehr lebendige, eine sehr junge und eine sehr lebenswerte Stadt zum Wohnen. Was sicherlich auch zu tun hat mit den sogenannten weichen Standortfaktoren, die aber für viele Unternehmer, aber auch für Privatleute immer wichtiger werden. Das reicht also vom Kultur- und Bildungsangebot über attraktive Veranstaltungszentren bis hin zu tollen Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel unseren Stadtpark. Sehr wichtig, sowohl für Unternehmer als auch für Privatmenschen. Wilhelm Tell, auch eine Tochter der Stadt, bietet modernste Glasfasertechnologie für den heimischen Gebrauch ebenso wie für Unternehmer. Norderstedt ist für jeden etwas. Ja, das kann man so sagen, ganz genau. Vielen Dank für das Gespräch.